too small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my gold. Moin, wertgeschätzte Kollegen der Sonne. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Sonntagabend, 18 Uhr. Es fühlt sich so an, als wäre es immer noch 12 Uhr. Die Sonne hat richtig Bock. Und ich bin auf dem Weg ins Fitnessstudio. Ich glaube, richtig dumme Idee. Also wir sehen uns danach, klatschnass. Weil ich habe richtig Bock auf Training, aber ich habe gar keinen Bock darauf, dass es so krank heiß wird da drin. Also überraschenderweise war es richtig gut, hat voll Spaß gemacht. Es war auch überhaupt nicht so warm da drin, es war halt super wenig los, was echt geil ist. Und ja, es war so, also das Gefühl nach dem Fitnessstudio, nach dem Basketball, nach dem Fußball, nach dem Joggen oder sowas, wenn man so denkt, boah, das war richtig geil, das hat mir voll was gebracht, das ist einfach echt richtig cool. Und das Mal, dieses Mal auf jeden Fall da. Aber manchmal wünsche ich mir trotzdem, ich hätte so ein Leben wie der hier. Ich komme nach Hause, er liegt hier. Ich gehe nachher, er liegt hier. Wir sitzen da, er liegt hier. Wir sitzen auf dem Sofa, er legt sich neben uns. Du hast ein Leben, mein Schatz. Du hast ein Leben. Unser Hund hat gerade einfach an die Tasche von der anderen Hundebesitzerin rangepinkelt. War extrem unangenehm. Shit happens. Komm, lass mal da runter den Lachsen drauf. Wir haben eine kleine Abendrunde mit Happens gedreht und legen uns jetzt im Park. Mal ein bisschen entspannt, das Wetter ist richtig schön. Ein Radli schlürfert. Ein Radli schlürfert. Samira hat dann alles gedacht. Ein Feierabendradli. Ja. Hast du ein Stöckchen gefunden, hä? Das kaust du jetzt einfach. Hey, Samira, richtige Mami. Schau mal, Herbie. Wir haben was zu trinken für dich. Herbie! Ja, scheißegal, der braucht nichts zu trinken, Mann. Herbie. Es war wohl ein Nein. Herbie trinkt nicht. Feierabend. Prost. Na gut, Helles. Es geht wieder los. Fußball. Stadion. Heute ist Testspiel Nürnberg gegen Arsenal London. Also ein richtig guter und cooler, großer Gegner in Nürnberg zu Gast. Das letzte Mal, als ich hier im Stadion war gegen Schalke, hatte ich zum jetzigen Zeitpunkt, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, schon ordentlich ein Hängen. Heute ist alles gediegener, Testspiel, da müssen wir sowas nicht und Schalke spielt hier nicht. Aber es sind, glaube ich, trotzdem knapp 30.000 Leute heute da. Also das Stadion ist natürlich nicht ausverkauft, Tickets waren ein bisschen günstiger. Aber es müssen so um die 30.000 Leute sein. Ich laufe richtig flockig die ganze Zeit in die falsche Richtung. Es gibt nur einen Eingang in diesem Sechseck. Also es ist ein riesen Durcheinander. Und die Leute stehen dann da immer super lang an. Den werde ich mich jetzt anschießen. Und dann sehen wir uns drin. Perfekt. Ich war einfach mal kurz flockige 12 Minuten im falschen Block. Einfach im Block 34 statt 19. Dieses Stadion ist entweder ein krankes Labyrinth, bin ich für, oder ich bin dumme Scheiße. Leute, mir ist todeslangweilig.
Hab heute irgendwie so gar nichts zu tun. Ich war schon eine extra große Runde mit Happy laufen. Und heute Abend, boah, die Frisur ist ganz böse. Und heute Abend wollten wir nach Erlangen mal wieder feiern gehen. Aber es klappt jetzt irgendwie doch nicht. Und jetzt liege ich die ganze Zeit nur rum, hab gar nichts zu tun, war schon im Fitnessstudio, bla bla. Was habe ich mir also gedacht? Ich fahre einfach mal zum Rewe und back dann was. Und ich glaube, das ist schon Zeichen genug, wie langweilig mir sein wird. Ich habe mir jetzt rausgesucht, einen Karottenkuchen werde ich zaubern. Habe ich noch nie gemacht. Die einzige Erfahrung, die ich mit Backen bisher habe, ist ein Bananenkuchen während Corona. Nee, ein Bananenbrot während Corona. Das war's dann auch schon wieder. Bin sehr gespannt, ob ich das hinbekomme. So, alles eingekauft, was wir nicht mehr zu Hause haben. Die Sauerei kann beginnen. So, und weil ich so krass performt habe, dachte ich, ich zeige euch jetzt gleich mal, wie man diesen Kuchen macht. Ist relativ simpel, ist ein Karottenkuchen. Logischerweise nimmt man sich Karotten. Ich habe in dem Fall 4 Stück genommen. Einfach schälen und kleinreiben. Dann in eine Schüssel Mehl dazugeben. Die Karotten hinterhergeben. Und mit ein bisschen Backpulver mischen. In dem Fall waren es, glaube ich, 2 Teelöffel. Danach 200 Gramm Mandeln. Und das Ganze erstmal ordentlich durchrühren. Insgesamt 4 Eier nehmen und Eiweiß und Eigelb trennen. Das hoffe ich für euch, dass ihr das besser hinbekommt wie ich, weil das war eine reine Katastrophe. Ich glaube, ich habe 2 Eier komplett kaputt geschlagen. Danach einfach mit Zucker, ja, es wird jetzt leider ungesund, und Öl mischen und einmal komplett durchrühren. Das Ganze dann wieder zu den vorhin schon gemischten Karotten, Brei und Co. dazugeben und nochmal ordentlich durchmischen. Jetzt auch noch das Eiweiß dazugeben und das Ganze dann in die Kuchenform reingeben. Danach geht der Kuchen erstmal bei 180 Grad. Lol, ich habe ihn erstmal bei 250 Grad in den Ofen gemacht, hätte fast den kompletten Kuchen zerstört. Und dann geht er da 15 Minuten rein und dann chillt er erstmal. Kleine Unterbrechung des Backvorhabens. Samira hat böswillig versucht, meinen Weltklasse-Karottenkuchen zu sabotieren. Das Topping obendrauf, also dieses Frozen-Zeug, keine Ahnung, Frosting heißt es, glaube ich. Besteht nämlich aus Frischkäse und Butter und sie hat mir Kräuterfrischkäse untergejubelt. Ja? Also nicht absichtlich, aber sie hat es gemacht. Und jetzt bin ich hier extra nochmal zum Bahnhof gefahren, weil es ist Sonntag, es hat natürlich nichts offen und hoffe, dass es im Rewe to go einen normalen Frischkäse gibt. Betet für mich. Oder für Samira. Ja, okay, das habe ich erwartet. Gab natürlich keinen Frischkäse. So, und hier musste ich mir dann was Neues denken und habe richtig gezaubert. Und zwar ist es einfach ein Überguss aus Puderzucker und Orangensaft. Ist zwar nicht so geil wie der andere, aber hat trotzdem gut geschmeckt. So, first taste. Eigentlich echt ganz gut. Also mit Samiras Topping, mit dem Frosting, schmeckt schon echt viel geiler. Aber schmeckt trotzdem essbar. Also ist essbar, he? Was sagst du? Eine Nusselnasche. Die ist auch schon ganz nah an dem Kuchen dran hier. Nee, Happy. Die nehmen wir nicht mit. Wir machen gerade einen großen Spaziergang um den Dutzenteich in Nürnberg, damit Happy ein bisschen Auslauf bekommt. Es ist richtig, richtig schönes Wetter. Man sieht es, glaube ich, hier die Sonne. Voll schön, so perfekt einfach, so perfektes Abendwetter. Es ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Und danach wollen wir was essen gehen in den Biergarten. Könnte knapp werden mit dem Platz, wir sind gerade schon vorbeigelaufen. Könnte kritisch sein, aber normalerweise für 2 hat man irgendwie immer einen Platz. Und Happy ist jetzt, glaube ich, auch richtig schön ausgepowert, sodass wir da in Ruhe essen können. Guckt sie euch mal an, die 2 kleinen Mäuse. So süß zusammen. 2 so schöne. Seid ihr schöne Mäuse? Gibst du es zu? So sieht es übrigens aus, wenn man als Hund verweigert, weiterzulaufen. Ich hab mal getragen. Luft da oben. Okay, das mit dem Biergarten wurde jetzt irgendwie doch nichts, weil die keinen Platz mehr hatten. Da war alles komplett voll. Samira hat jetzt Feta-Pasta für uns gezaubert. Wir waren eigentlich beide d'accord damit und gehen einfach morgen essen. Das, meine Freunde, werdet ihr aber in diesem Vlog nicht mehr erleben. Ich auch nicht. Überrascht. Ich weiß. Und wir sehen uns wieder mal beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abo, dass ihr alle da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Peace!